Na, welcher Effekt ist denn heute gebacken? Und damit herzlich willkommen hier bei Me Apple Cat, Leute. Heute zeige ich euch, wie ihr Photo Booth, das kleine Programm, das man bei Apple schon mitgeliefert bekommt auf dem iPad, wie ihr das auch auf euer iDevice bringen könnt. Das Ganze funktioniert natürlich über den Cydia Store. Denn dort findet ihr den Tweak Photo Booth iOS 7 für iPhone und iPod Touch. Der Tweak ist völlig kostenlos erhältlich in der Big Boss Repo und funktioniert, wie ihr eben schon kurz sehen könntet, sehr, sehr gut. Hier schreibt der Entwickler nochmal 100% legal und 99% bugfree. Und bei mir ist auch noch kein Bug aufgetreten bisher. Ist alles sehr gut gelaufen. Und jetzt schauen wir nochmal, wie das Ganze dann aussieht. Ich gehe zurück auf den Homescreen und ihr seht schon hier unten das Icon Photo Booth. Und wenn ich das jetzt einfach mal öffne und wir gehen einfach hier in die Übersicht, so, ich drehe mich mal raus, mich will eh keiner sehen, dann sehen wir hier schon die verschiedenen Effekte, die man hier ausführen kann. Ihr könnt natürlich hier überall schon die Vorschaubilder sehen der Effekte und wenn man dann nochmal hier hineingeht, dann kann man hier auch mit den Fingern noch ein bisschen da rum manipulieren und machen, so dass das alles gut aussieht. Und natürlich könnt ihr hier unten dann auch noch die Aufnahmen machen. Also, kurz gesagt, ganz normales Fotoboost für euer iDevice, dass das normal nicht unterstützt wie das iPhone und der iPod Touch. Ich finde, das ist eine ganz schöne Sache, macht irgendwie Spaß mit rumzuspielen. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Aber für zwischendurch macht es auf jeden Fall Spaß. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen, Leute. Macht euch mal ein paar schöne Videos hier mit. Ihr seht, man kann hier mit den Fingern ein bisschen rummanipulieren in den Effekten. Und das Ganze funktioniert wirklich ganz gut. Und dann würde ich sagen, wäre es das schon wieder gewesen für heute. Jetzt könnt ihr das selbst mal ausprobieren. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, euer Mi AppleCat. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Apple iPhone, iPad und Co., die besten Jailbreak-Tweaks, nützliche Tipps, Technik, Spiele und noch mehr? Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Me AppleCat. Die Katze hat gesprochen. Me AppleCat, nur bei YouTube. Viel Spaß dabei. Raum!